Hallöchen, liebe Leute, willkommen zu Random Shit. Ich hab den Barry dabei. Hallo, Strip-Teaser. Zellos. Hallo, ihr Strip-Teaser. Na, wie geht's euch so? Teast ihr auch gern? Zellos wollte eigentlich Strip-Tease-Manager spielen und hat jetzt stattdessen einfach das Auto. Ja, ich habe einfach gesagt, ich guck mal, was das so für Autos so gibt hier bei Hot Wheels Turbo Racing für N64. Das N64, genau. Ja, und dachte mir so, ja, Double Vision hört sich aber auch nicht schlecht an, aber... Und der Evil Weevil. Ja, nee, auf jeden Fall sehr kreative Autonamen. Gulch Stepper. Hot Wheels Racer, das ist ja langweilig. Das ist ja langsam. Mongoose, Power Pipes, Power Pistons. Mm. Rash One. Ich finde so das Purple. Alter, die haben so viele Autos da drin, Alter. Was geht ab, ey? Hab gar nicht gedacht. Also ich habe ein bisschen durchgescrollt und dachte mir, Alter, Stealth sieht cool aus irgendwie. Okay, wo ist mein Strip-Teaser? Da ist der Strip-Teaser. Ja, ich muss schon den Strip-Teaser nehmen. Okay. Das ist alles noch im Hauptmenü hier übrigens. Also ich wechsle genau. Einfach irgendwelche lustigen Cards und Strecken hier an der Stelle und. Genau, vielleicht zur Info, genau. Normalerweise nehme ich immer random Shit auf und ja, die Leute kommentieren. Co. Heute nimmt Zellos mal auf und ja. Wie gesagt, dieses Spiel ist einfach random ausgesucht und wir sind mal gespannt, okay. Wie es so ist. Ja, wahrscheinlich ein ziemlich geiles Spiel. Mein Ton ist noch ein bisschen zu laut, zur Abwechslung sogar tatsächlich. Sonst immer zu leise. Verrückt. Ja, aber los. War mal 2-3 Rennen, so 10 Minütchen und dann bin ich mal gespannt. Also ich kenne das Spiel tatsächlich nicht. Ich auch nicht. Ich hab's einfach gezogen, hab mir gedacht, okay, sieht lustig aus. Es hat ein Auto drin, das heißt Strip-Teaser. Machen wir direkt. Ja, das ist schon eigentlich Grund genug, dass es spielt, finde ich. Go! Hast du das neuere Spiel davon gespielt, was jetzt vor so 2 Jahren oder so rauskam? Das war ja auch im Game Pass. Ich bin komplett raus bei Hot Wheels. Auch, ich habe damals keine Hot Wheels gehabt, tatsächlich. Also ich war einer von diesen Kindern, die haben dann irgendwas anderes gemacht an der Stelle, aber kein Hot Wheels. Ja, ich war einer dieser Kinder. Ich hatte 2-3 Hot Wheels, aber wahrscheinlich in 8er Generation vererbt. Ich weiß auch nicht. Also meine Eltern haben mir nie Hot Wheels gekauft. Also ich wusste auch erst, seitdem ich irgendwie Jugendlicher bin, dass die Hot Wheels heißen. Keine Ahnung. Okay. Nee, ich habe einfach immer gesagt, das sind irgendwelche so Aufziehautos, aber ich habe nie einen Namen dazu gehabt und dann, ja. Hast irgendwie ein Turbo, glaube ich. Ja, ich glaube, du hast mit Y. Genau, korrekt. Das wäre, glaube ich, eines von den C-Tasten, aber ich habe es mir anders gemappt an der Stelle. Zellos. Wie steuert es sich denn? Also, eigentlich ziemlich direkt tatsächlich. Also, mir gefällt es ganz gut. Oh shit, wir sind kopfüber. Wir fahren durch richtige Loops an der Stelle, wo man da runterfallen kann und sowas. Gefährlich. Warte, wie macht der Turbo? Muss ich nochmal rausfinden, wie ich den Turbo mache. Ah, mit L. Oh. Mit L2. Ich habe L2. Da bin ich dabei. Okay, alles klar. Ich kann es aber nicht steuern. Das Problem ist, ich bin noch ein bisschen schwammig unterwegs und kenne die Strecke nicht. Aber ich werde besser. Definitiv. Aber Finn spielt sie eigentlich grundsätzlich wie so ein Fundraiser an der Stelle, ja. Wow! Aber Items habe ich jetzt noch nicht drauf geachtet. Du hast nur so ein Turbo, ne? Also es ist dann... Ja. Hast auf jeden Fall den Turbo und ab und zu hast du hier mal ein paar Items. Kurz mal rausfinden, wo ich den lege. Nee, auch nicht mit dem C-Stick. Wiki! Ach, mit L1 an der Stelle, okay. Ah, das haben sie ganz cool gemacht. Ja, man hört es übrigens ein bisschen. Ich bin leider immer noch erkältet seit 6 Monaten. Es tut mir leid, Peter. Gute Besserung, Barry. Ja, es geht. Also, ich habe jetzt keine Bronchitis mehr wie letzte Woche. Von daher bin ich zufrieden. Steht mir einer im Weg? Alles gut. Ah, oh, Explosionsfässer. Ich werde getragen. Hey, aber ich werde gepusht. Das ist gut. Aber wie würdest du das Spiel? Ich meine. Ja, ist schwierig jetzt im Vergleich zu anderen N64-Rennspielen beurteilen. Also, kannst ja nicht beurteilen, ich spiel's ja nicht. Persönlich, ne, nach dem ersten Eindruck und sowas an der Stelle, ich würde eigentlich sagen, ja, würde ich nicht unbedingt spielen wollen, wenn ich sowas wie Mario Kart oder F-Zero habe oder Extreme G habe ich damals auch gespielt. War auch geil. Ja, da wäre das wahrscheinlich ein bisschen unten in meiner Liste, muss ich sagen. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe gerade mal geguckt, das hat Metacritic 75%. Wobei, ist das vielleicht das Neueste? Ich guck lieber mal nach. Das ist das Neueste im Moment. Das heißt doch Hot Wheels Turbo Racing, oder? Turbo Racing für die N64. Verdammt hottes Game an der Stelle. Okay, es wurde noch nicht 4-mal beurteilt, deswegen hat es keine Beurteilung. Ah, okay. Wow! Okay. Ich kann sogar Sideflips machen, Alter. Ich habe was gelernt. Wow, 360! Schwierig zu beurteilen, weil ich es halt selber nicht spiele, aber für mich sieht es so nach so einem 6 oder 7 von 10 Spiel aus. Ja, würde ich auch so unterschreiben erstmal. Wahrscheinlich hat es damals 89% und alle hassen uns jetzt, aber... Wahrscheinlich ja. Bestes Spiel der Welt und wir sagen jetzt solche Sachen, es geht gar nicht.
kam das denn raus? Warte, ich guck mal gerade. Grundsätzlich steuert es schon direkt an der Stelle und ne, grundsätzlich Steuerung ist gut und die Levels sind interessant, soweit ich sehen kann. Aber ja. 99 kam es raus. 99. Also muss es sich den Vergleich mit Crash Team Racing und Gran Turismo. Ich überlege gerade tatsächlich, ja, wann kam die raus? Crash Team Racing kam 99 oder 2000 raus und Gran Turismo so 98. Okay. Von daher, ja, gut, jetzt ein Sim Racer mit einem Arcade Racer vergleichen, natürlich unfair. Ich gucke mal, ob ich hier gerade irgendwo einen Test rausfinde. Hier gibt es von Maniac so einen Classic-Test. Fahr du mal weiter. Ah, fuck. Was sagen die denn? 45%. Ein persönliches ganz cool, bei so einem Fundraiser gefällt es mir eigentlich, wenn ich die Musik besser hören kann, weil die haben meistens so richtig schön, die passen ganz cool zu der Stimmung und so. Und hier höre ich den Soundtrack eigentlich ganz wenig und ich habe ja eigentlich schon nur die Hauptlautstärke geändert. Von dem her, eigentlich müsste hier trotzdem gut hörbar sein, aber Soundmix scheint nicht so der Fokus gewesen zu sein. Spielen ja eh nur noch so 5 Minuten maximal, würde ich sagen. Ich habe ja gesehen, 45%. Fade Modellautoraserei ohne Tiefgang durch langweilige Optik und mangelnde Finessen nur kurz interessant. 45%. Das war ganz schön harsh, aber ja gut, kann ich auch verstehen, ja. Ja. Also du musst jetzt nicht 2 Rennen fahren, du kannst ja da auch zwischendurch. Ah, so viel. Wir haben jetzt noch eine Strecke auf dem Weg. Ah, fuck. Fuck, wie. Und dessen trinke ich mal Eistee und. Das ist aber mal schön bei Random Shit auch mal, dass die anderen zocken. Ich habe einfach mal gesagt, ich zwinge die jetzt einfach dazu, dann kann die auch mal chillen. Ja, eben, mach das. Gönn dir Eistee, gönn dir ein Bonbon oder so für dein Heuschnupfen und so. Gönn dir mir alles. Ich krieg die alle noch. Ich mach sie alle fertig. Ich schluck meinen Staub und dann schlucken sie noch mehr. Haha. Mein Staubfresser. Staubfresser. Jetzt dreh ich durch. Oh, da oben war ein Cheatcode oder so. Also da oben war irgendwie eine Abkürzung. Verdammt. Aber ich bin jetzt erster von 6. Immerhin. Wow! Boah, Zellers. Der arme Fahrer muss sich jetzt übergeben, zum Glück gibt's kein VR. Guck mich an, Alter, und ich mach das. Alter, Spieler 1 dreht ja komplett durch. Dieser Spieler 1. Lost, der volle Strip-Teaser hat gewonnen. Ja, mit einer anderen Strecke. Achso, du hast keine Meisterschaft gemacht, sondern. Nee, das ist so. Es gibt keine Meisterschaft, glaube ich, soweit ich sehen kann. Gibt ja, fahr mal noch eine Strecke, ich glaube, das reicht. Warte, ich brauche irgendwas Interessantes. Irgendwas, was so an Wände entlang. Mit einem Drop an der Stelle. Mit einem Drop am Anfang, das finde ich gut. Das ist so eigentlich typisch für dieses Hot Wheels Zeug, dass du erstmal so einen mega Drop hast mit mega Hochgeschwindigkeit und so. Ich guck mal, ob ich noch einen Test finde. Yes, sir! Mit dem Strip-Teaser. Alter, der Name ist immer viel zu geil, Alter. Definitiv. Ich wünsche mir, es gibt eine Automarke, die einfach sich traut, einfach ein Modell Strip-Teaser zu nennen. Moment, ich google, das werde ich jetzt auch mal googeln. Du bist ein Held. Ich hab noch 5 Minuten Zeit, so viel zu googeln. Ah, oh mein Gott, ich hab Scheinwerfer, Alter, wenn ich jetzt hier in einem Tunnel fahre, Alter. Das ist ja verrückt, Alter. Das ist ja fast wie Diddy Kong Racing. Ha, es geht jetzt rückwärts für mich, warum auch immer. Nee, das ist wohl scheinbar irgendwie ein Minivan in Wirklichkeit, der relativ bekannt ist. Ha. Mehr habe ich dazu jetzt innerhalb von meiner ausführlichen 20 Sekunden Recherche nicht rausgefunden. Okay, alles klar. Oh, hier noch ein Rating von Game FAQs. Okay. 2/10. Oh. Das finde ich ein bisschen hart. Also gut, ich habe es jetzt nicht gespielt, aber. Ja, ich finde es sozusagen nicht. Geht zumindest nach so einem 5 oder so. 5 oder 10. Na, Steuerung eigentlich ganz gut, also. Sieht ein bisschen langweilig auf Dauer aus, auch was die einen da gesagt haben, aber. Ja, nee, das kann ich verstehen. Tatsächlich, also, die Kritik verstehe ich. Ah, wenn ich jemanden von der Seite anfahre, an der Stelle, während ich woanders unterwegs bin. Bringst du irgendwann bestellt? Lustig. FCO-Mechanik. Ne? Ja, mehr kann ich jetzt Interessantes in meiner 30 Sekunden. Also grundsätzlich spielt sich gut, finde ich grundsätzlich. Bisschen schnell vergessenes Spiel, muss ich sagen, dazu. Also, ist nichts, was ich behalten würde im Kopf, dass ich das gespielt habe und sagen würde, oh, Nostalgie kickt und sowas an der Stelle. Sondern eher so ein, ist nice mal auszuprobieren beim Kumpel. Und dann spiele ich wieder F-Zero und denke mir, Alter, das Leben ist so geil. F-Zero. Ja, es gab halt zu damaligen Zeit besseren Rennspiele und was noch bei dem Spiel jetzt erschwerend dazu kommt, ist einfach, dass das N64 damals schon quasi im Sterben war zu der Zeit, als es rauskam. Wann kam eigentlich Dings raus? PlayStation alles dominiert hat. Ja. Wann kam der GameCube raus? 2002, 2003? Ich hätte jetzt mal geschätzt. Ich will das für dich natürlich wissenschaftlich untersuchen. Das ist sehr gut von dir. Finde ich gut. Hochprofessionell hier. Ja, auf jeden Fall.
2002 in Europa im Mai und 2021 September in Japan. Okay. Ja, also so weit weg war ich doch gleich mal. Cool. Ja. Zeitgefühl, es läuft immer noch bei mir. Fake doch. Air, also für, vor allen Dingen diese ganzen Tricks, die ich hier mache, irgendwelche Namen. Und das sind nämlich jetzt so instant wieder ein Tony Hawk, so keine Ahnung, dieses Half Ollie, Half Drop, Fake Air, Spin, Flip Goofy. Goofy und Max. Close Ride. Was gab's da noch? Ich habe Tony Hawk früher viel gespielt. Ich habe die Teile 1 bis 3 geliebt. Ich weiß da nur noch den Soundtrack, weil ich war ein richtiger Soundtrack-Fan von den Pro Skater 1 und 2. Oh ja, 3. Der war absoluter cool. Hammer. Der war cool. Viel zu viel GEMA-lastiges Zeug dabei, aber einfach nur geil zum Hören, dann, dass du irgendwelche Endlos-Rails machst oder sowas an der Stelle. War schon. Wir haben auch früher teilweise einfach Tony Hawk 2 Stunden gespielt und da gab es so einen Free-Skate-Modus oder Freiskaten. Ja, Mann. Einfach 2 Stunden Offspring oder Sum 41 oder sowas gehörten einfach. Okay, das war jetzt so viel. Allerdings gespielt. Ja. Tony Hawk. Den dritten Teil und den ersten habe ich, glaube ich, am meisten gespielt. Den zweiten auch, aber Das war eine geile Zeit. Ja, das war eine geile Zeit. Ich habe noch einen Kopf, der hatte einen geilen Level-Editor. War das der zweite oder der dritte? Oh ja, der zweite und dritte hatten beide Level-Editor. Am ersten bin ich mir nicht mehr sicher, ob der einen hatte. Ich glaube nicht mehr, aber den zweiten oder dritten, meine ich an der Stelle, die hatten richtig gute Editoren. Da hast du teilweise sogar Server besuchen können, wo die ihre eigenen Strecken dann Filmzeichen hatten. Oder dann, ja. Ja, und dann haben sie die Serie irgendwie vor die Wand gefahren. Ich meine, Teil 4 soll auch noch so schlecht gewesen sein, habe ich aber nicht gespielt. Ich habe gerade einen Trick rausbekommen, vielleicht kann man damit speedrunnen. Wenn ich Turbo mache, während ich hier nach unten rutsche, gebe ich anscheinend trotzdem Gas nach hinten. Also mache ich quasi einen Turbo-Rückwärtsgang. Okay, die Tür war jetzt auch. Sollst du auch nicht durch Züge, durch ja, aber zu Türen fahren. Die ist einfach zu langsam aufgegangen. Es geht um Hot Wheels, ich brauche Speed. Ach ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder hier, warum? Achso, wahrscheinlich, weil ich keinen Checkpoint passiert habe. Okay. Finde aber diese Sache mit dem Hochfahren und Runterfahren, die kommt irgendwie nicht so cool rüber. Nee, die kommt echt nicht cool rüber. Ich kann mir vorstellen, vielleicht wenn zum Beobachten, wenn du so ein kleines Kind bist und du guckst dann von oben runter so, ist ja okay. Ich bin ein kleines Kind, gucke zu. Gucke zu. Nein. Ja. Ach, der Looping kommt jetzt irgendwie nicht so wirklich rüber, finde ich. Ja, der kommt auch nicht so. Was bei der Strecke jetzt ganz cool fand, da gab es immer diese so Halfpipes, Sonic-mäßig so, dass du dann so eine Halbdrehung machst und dein Fahrzeug klebt so ein bisschen an der Strecke fest. Warte, das kommt, glaube ich, an der Stelle gleich. Das war ganz cool, so an und für sich. Manchmal drückt es mich auch ein bisschen nach links, nach rechts, je nachdem, wenn ich dann von der Stage runterfliege. Also so wirklich ausweichen kann ich nicht. Das gibt's auch zwischendurch. Ah, jetzt die Stelle, ja. Yeah, boy! Nice. Oh, scheiße, ich bin zu schlecht. Ach man. Also stark nachgelassen auf jeden Fall, merke ich schon. Also, ja. Im Vergleich zu den ganzen anderen Rennspielen, die es so da draußen gab, zur N64-Zeit, also ist das schon etwas eher der Schwächere, einer der Schwächeren. Ja. Aber mal zum Kumpel mal auszuprobieren oder für 10 Euro irgendwo auf dem Flohmarkt aufzugreifen oder sowas, ist okay. Sag ich mal frech. So im Flohmarkt einfach mal vorbeizugehen, Cartridge sehen und sagen, ja okay, für 5 Euro, 10 Euro nimm's mit. Ausprobieren. Mensch, okay. Guck jetzt, wie teuer das ist. Ja, das wird wahrscheinlich 50-60 Mark trotzdem gekostet haben. Ja, vermute ich fast auch. Also nee, nicht damals, sondern jetzt. Jetzt noch? Ja gut, vielleicht finde ich so schnell nicht. Wobei doch, hier, eBay. eBay hat immer alles. Ja, Mann. 23 Euro. 23 Euro. Ja, akkurat hätte ich mal gesagt an der Stelle. Ja gut, machen wir Schluss für diese Folge, für dieses wunderschöne Spiel an der Stelle. Ja, aber ausprobieren kann man es. 1999, ja, gab schon andere Optionen. Spielt einfach Diddy Kong Racing oder F-Zero oder hier Extreme G. Das waren geile Spiele. Geht in die Natur und meditiert. Ach. Wer braucht schon Meditation, wenn er Buttrock haben kann und den Striptease? Das ist ein Argument, oder? Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.